Hallo. Was sagst du zu der frühen Uhrzeit aufzustehen? Das ist wirklich eine schöne Uhrzeit. Die Sonne geht auf. Das Licht ist schon hell. Stimmt, wir müssen es eigentlich positiv sehen, dass wir um 5.30 Uhr aufgestanden sind, kaum geschlafen haben, weil nebenan Party gemacht wurde und der Deutsche nebenan auch noch richtig doll geschnarcht hat. Aber nebenan, boah, die hatten eine Box dabei, die war sowas von laut. Aber schaut euch mal hier um. Sieht trotzdem einfach mega geil aus. Also allein dafür ist man schon entschädigt. Unseren Bus an, wie überbeladen der ist. Alles ist voller Pakete und Wasser. Wir sind jetzt hier noch in Tarkek. Da haben wir gerade unser Ticket gekauft. Sind schon 4,5 Stunden mit dem Tuk-Tuk vorhin gefahren. Und jetzt geht es nochmal 6,5 Stunden etwa mit dem Bus nach Paxe. Das ist echt krass. Das Ganze nur, um von einem Dorf in eine Stadt zu kommen. Naja, aber auf jeden Fall ein Abenteuer wert. Leute, endlich sind wir hier in Paxe angekommen. Nicht wundern, das Licht ist hier irgendwie ein bisschen komisch. Nach 14 Stunden Bus- und Tuk-Tuk-Fahrt sind wir endlich angekommen. Wir hatten ja noch eine Stunde Pause in Takchek, glaube ich heißt der Ort. Und jetzt sind wir in einem Gasthaus angekommen. Wir sind mit dem Spanier zusammen hergekommen, den wir kennengelernt haben. Und jetzt haben wir noch ein, ja, Zweibettzimmer. 3 € die Nacht pro Person. Also richtig, richtig gut. Und jetzt geht's gleich noch was essen, denn wir haben richtig, richtig Hunger. Die Busfahrt war echt mega lang und die Tuk-Tuk-Fahrt, 170 Kilometer, muss man sich mal vorstellen. 170 Kilometer Tuk-Tuk-Fahrt, das ist so lang. Und dafür haben wir einfach nur 7 € bezahlt. Und es ging quer durch die Berge, habt ihr ja ganz bisschen gesehen. Und dann noch die riesenlange Busfahrt, die einfach nicht enden wollte, weil wir 20, 30 Stops gemacht haben, weil überall Leute ein- und ausgestiegen sind. Aber jetzt sind wir endlich da und haben 1,5 Tage noch hier in Paxe. Der Raum ist echt ganz simpel. Wir haben einfach hier noch einen Ventilator. Hier ist die Eingangstür. Ja, hier ist mein Bett. Hier ist Julius Bett. Einen Mülleimer haben wir auch. Und noch 2 Fenster draußen. Die kann man auch noch zumachen. Ja, und draußen haben wir sonst noch die Gemeinschaftstoilette und das Gemeinschaftsbad. Aber ausreichend auf jeden Fall. Mal schauen, was wir morgen machen. Und ich glaube, es wird richtig, richtig cool. Also freut euch auf den nächsten Tag. Zwei Fahrräder haben wir uns für jeweils 15.000 Kip auch nochmal ausgeliehen und die sehen sogar richtig, richtig gut aus. Nicht wie die 2 Fahrräder mit meinem Kumpel in Kambodscha, die sahen richtig schrecklich aus. Schaut euch das mal an, sogar der Drache hier vor dem Tempel hat Klebreis im Mund und im Auge. Thank you.
fahren jetzt mit den Fahrrädern direkt auf die andere Seite vom Mekong. Mega, mega cool. Wir versuchen gleich mal den Berg da hochzufahren. Da steht nämlich ein riesengroßer Buddha. Aber mal gucken, ob es nicht zu anstrengend ist bei der ganzen Hitze. Aber es ist so krass, wie breit der Mekong einfach ist. Der größte Fluss Asiens. Die ganzen Treppenstufen müssen wir jetzt rauf zu dem Buddha. Das wird bei der Hitze auf jeden Fall ein guter Weg. Wir sind mit den Fahrrädern jetzt auf der Brücke über den Mekong gefahren und laufen jetzt, wie ihr eben schon gesehen habt, diesen ganzen Weg hoch zu einem Buddha. Und davon müssen wir auch einen richtig guten Ausblick auf Paksa haben. War auf jeden Fall eine richtig gute Idee, dass wir da jetzt die Fahrräder ausgeliehen haben. Zurzeit ist in Laos sowieso ein bisschen kälter, gerade jetzt auch nochmal in Paksa. Haben wir gestern Nacht echt so richtig gefroren, also zumindest ich, und ich bin so oft wach geworden. Und jetzt läuft auch meine Nase ziemlich doll. Hätte ich gar nicht erwartet von einem Land, das mitten in Südostasien ist. Aber es gefällt mir bis jetzt von allen Ländern, wo ich auf meiner Weltreise war, am besten. Also ein absoluter Geheimtipp, würde ich schon fast sagen. Hier darfst du auch nicht runterfallen. Diese Treppenstufen sind so unregelmäßig hier. Schaut euch mal jetzt die Höhe an. Die sind fast so hoch wie Julius Knie. Okay, er ist nicht besonders groß, aber. Ja. Aber trotzdem muss man jetzt fast bergsteigen. Und der kleine Junge rennt hier natürlich hoch. Die laotischen Bergsteiger. Wir sind jetzt fast beim Buddha. Ein kurzer Zwischenstopp. Und man hat so gute Aussicht auf den Mekong. Das ist richtig geil. Ich glaube, da in der Mitte ist sogar noch eine Insel, ne? Da drüben ist Paksa. Leute, wir sind jetzt hier oben angekommen bei dem Buddha und die Aussicht ist einfach atemberaubend. Ich habe gar keine Worte dafür, schaut es euch einfach mal selbst an. Ich zeige euch ein paar Bilder hier vom Buddha und dann vom Mekong mit dem Blick auf Paksa. Und ich glaube, euch wird der Atem wegbleiben. Ich hoffe, ich konnte es mit der Kamera so einfangen. Es ist einfach so, so krass schön hier. Ich halte das mal für die Ewigkeit fest. Boah, wie kannst du sie einfach jetzt da sitzen lassen? Oh Mann, ich kann jetzt nicht mehr. Die genießt es halt echt so doll. Und jetzt geht's den ganzen steilen Weg wieder runter. Man kann halt nicht mal alle Treppenstufen sehen, weil es so steil runter geht hier. Hey Leute, ich melde mich jetzt hier wieder aus unserem Guesthaus. Es ist gerade mal 20 Uhr abends, aber Julius und ich sind komplett kaputt. Ich glaube, wir sind in der Nacht hier im Guesthaus von gestern zu heute krank geworden. Wir fühlen uns richtig, richtig schlecht. Meine Nase ist auch schon den ganzen Tag über zu. Und jetzt fühle ich mich einfach nur noch müde seit 2 Stunden. Und das ist ja nicht normal. Seit 17.30 Uhr sind wir so doll kaputt. Der Tag heute war auf jeden Fall richtig, richtig cool. Es hat so viel Spaß gemacht, einfach mit den Fahrrädern rumzufahren. Und man kann, wenn man möchte, ganz Paksa sehen mit dem Fahrrad. Also ganz klimaneutral. Total coole Sache. Die spontane Tour zu dem Buddha, die ihr gesehen habt, war auf jeden Fall die richtige Idee. Es hat sich einfach total gelohnt. Wir waren da, glaube ich, 2,5, fast 3 Stunden und haben einfach nur die Aussicht genossen, haben geredet über alle möglichen Themen, so wie Hughes und ich das irgendwie oft machen. Und ja, das war auf jeden Fall ein richtig schöner Ausflug. Wir werden auf jeden Fall nochmal nach Laos kommen. Das ist einfach so ein atemberaubendes Land.
Das hätte ich mir niemals so schön vorgestellt. Also ich habe schon davon geträumt, schon lange, aber niemals hätte ich gedacht, dass es so ein tolles Land ist. Die Locals, die sind einfach unglaublich nett. Und ja, die Landschaft ist einfach atemberaubend. Ich hoffe, euch hat das Video hier aus Paxe in Laos gefallen. Das letzte Video jetzt aus Laos. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben von euch freuen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr hier in der Mitte meinen Kanal kostenlos abonnieren. Dann verpasst ihr kein Video mehr. Rechts und links davon verlinke ich euch noch ein paar Weltreisevideos. Also schaut mal vorbei. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Weltreisevideo. Bis dahin, ciao.